Ich glaub's ja wohl, ey. Das ist ja unverschämt. Die wollten mich auffressen. Ist ja unfassbar. Verdammt. Boah, verdammt, Wolle. Wasser aus einer braunen Flasche, wie immer. Ihr kennt's ja. So. Ich hoffe, wir können jetzt die Nebenquests alle abschließen, die wir noch am Laufen haben, und natürlich die Hauptquest. So, gleich 15 Minuten noch, dann spielen wir wieder Soma. Ich freue mich. Ich feiere das voll. La 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 la. So, da wären wir auch schon. Ich bleib mal wieder in der geduckten Haltung. Hatten wir eigentlich die, wollte ich gerade sagen, die Runen, die sind hier drin, so wie es ausschaut. Nein, das wollte ich gar nicht. Hey, hey, Geheimgang entdeckt. Campbells Geheimzimmer. Ja, willkommen zur Let's Play Live schon alle neuen Zuschauer. Mach mal die Musik aus, ey. Ich glaub's ja wohl. Hier liegt wieder ein Buch. Ja, ein bisschen viel zu lesen, wie gesagt. Also wir wären hier, glaube ich, wenn ich das alles im Stream vorlesen würde, ich glaube, wir würden, boah, keine Ahnung, wie viele Tage wir brauchen würden. Ich meine, andere würden es vielleicht durchlesen, aber für euch auf YouTube, wie gesagt, es ist für mich hier im Stream einfach viel zu lesen. Und für, wie gesagt, euch auf YouTube einfach kurz pausieren und dann halt selber lesen. So. Und da haben wir schon die erste Rune. Jawohl. Ach, eine Glasscheibe. So. Jetzt aber. Pistole haben wir voll. So, da haben wir auch nochmal was zu lesen. Und ich sage euch, Brüder, hier stehen wir als gerechte Kraft gegen die wachsende Finsternis. Hier verbünden wir uns gegen die Geister des Unbekannten, die uns schreiend in der Nacht hinauszerren wollen, damit wir nie mehr zu unserer Heimat und zu unseren Familien zurückkehren können. Zusammen werden wir in Hirtenstab für die sein, die sich von der Herde entfernen, hin zu nebligen grauen Ödnis des Outsiders. Wir werden mit unseren traumhaften Handlungen ein helles Feuer entfachen, so dass andere sich nicht verirren. Und die sich dafür entscheiden, in die Ferne zu ziehen, weit über die Mauern unserer Heimat hinaus, werden wir rasch niederschlagen, noch bevor sie die Herzen ihrer Nachbarn mit Zweifel und Merkwürdigkeiten füllen können. Ja, sehr schön. Elende Pfuscher in Coldridge, lassen Corvo einfach so entkommen. Wer weiß, was er jetzt anstellen wird. Hyrem, der Lord Regent, wie er jetzt genannt werden will, vertraut auf die Sokolov-Geräte, die sich überall in der Stadt befinden. Ich bin mir nicht so sicher. Wenigstens ist das Mädchen an einem sicheren Ort. Meine zwei Besuche pro Woche erlauben mir, die Einrichtung zu inspizieren, wie man so schön sagt. Immerhin ein Vorteil. Na, immerhin Vorteil. So, wieder was zu lesen. Campbell, ich weiß nicht, wie meine Vorgängerin damit umgegangen ist, aber wenn eins der Mädchen versucht, sie zu erpressen, schicken sie sie zu mir in die Goldene Cat zurück, bevor sie ihre eigenen Pläne verfolgen. In den letzten 3 Monaten musste ich 3 Mädchen ersetzen, und sie können sich sicherlich denken, dass das Geschäft der fleischlichen Liebe in diesem von der Seuche herumgesuchten Loch, das sie Stadt nennen, nicht gerade blüht. Madame Prudence. Das Cat, ich glaube, das Cat kenne ich noch. Ich glaube, das Cat ist ein Bordell, soweit wie ich das noch in Erinnerung habe. Ich glaube, das Cat, das war ein Bordell gewesen. Da werden wir, glaube ich, auch noch hinkommen. So, die andere Rune war oben, ne? Genau. Eben schnell durchs Schlüsselloch gelurcht. So. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach.
Nächste Party kommt bestimmt dran. Okay. Ach, der guckt das Schlüsselloch. Willst du mich verarschen? Komm her. Wow! Scheiße, da kommt einer die Treppe runter. Mist. Vom Timing genau schlecht, wie der kommt. Also wie der die Treppe runter geht, nicht kommt. Ja. Geht. So. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie die beiden austricksen. Also zumindest... Oh, jetzt geht der auch noch da lang, ey. Verdammt. Ach, da sind auch noch zwei. Ist ja schwer was los hier. Guckt er wieder durchs Schlüsselloch? Tatsache, gibt's doch gar nicht. Aber der geht jetzt nach oben, sehr schön. Unsere Chance jetzt. So. Ciao. Den legen wir jetzt erstmal hier unten schlafen. Hier wird den sowieso keiner finden. Soll ich nicht mal schön schlafen? Dann werden wir nämlich jetzt hier gucken, was der andere macht. Aufseher Sturges, meine jüngste Schwester lebt bei meiner Frau und mir, kocht und putzt aber nicht. Sie interessiert sich für komische Dinge, Maschinen und numerische Berechnungen. Ich muss aufpassen auf den oben. Spaß, den Wunsch aus, ein Buch zu lesen. Was soll ich tun? Das ist sehr beunruhigend. Eine solch junge Dame ist leichte Beute für den Outsider. So sie nicht schon in seinen Klauen ist, achten Sie gut auf derlei Anzeichen. Sie mag unter Anfällen leiden. Sie könnte vor sich hin sprechen oder gar grundlos lachen oder weinen. Kommen zur... erkundigt sich ein verkrüppelter Mann nach ihr. Willkommen zur Let's Play Live Show, Salapet. Na, endlich habe ich dich wieder erwischt. Habe immer deinen Stream... Habe immer verpasst, deinen Stream zu sehen, okay. Das ist schlecht. Aufseher Sturges, ist der Outsider eine geflügelte Schlange? Nun, Koriander von Morley schrieb... Wo ist der denn? Ach, da oben ist der. Ich muss immer den so ein bisschen im Auge behalten. Okay. Die werden wahrscheinlich auch gleich fertig sein mit dem Dialog. Der wird jetzt wahrscheinlich runterkommen, ne? Aber der Outsider ist etwas anderes. Da kommt er schon. Huh! Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, wow! Oh! Ciao! Scheiße! Fuck! Mist, ich hätte nicht gedacht, dass der von rechts auch in den Raum reinkommt. Ah, shit! Verdammt! Naja, egal, ein bisschen Spannung muss ja auch sein. Aber ich bin jetzt einfach mal in den Ladebildschirm geflüchtet. So, dann gehen wir wieder zurück. Wow! Au, 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 au! Scheiße, das speichert der ja. Das heißt, der eine Typ wird da jetzt stehen, ne? Wow, geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg. So. Jetzt ist Ruhe im Karton. Verdammt nochmal. Ich glaube, Ratten zählen da nicht dazu, getötet zu werden. Das ist also, glaube ich, egal. So, jetzt müssen wir mal warten. Die werden ja da oben vor der Tür jetzt stehen, ne? Jetzt werden die sich wahrscheinlich erstmal die Leiche da angucken. Und dann werden die, denke ich mal, nochmal ein bisschen umgehen. Die wollten dich sehen, Flex. Die wollten mit dir Spaß haben. Ich glaube auch. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wir werden jetzt sehen, was passiert. Aber ich will keinen töten. Ich will niemanden töten. Das ist ja unsere Aufgabe. Ihr wisst es ja. Na? Das ist ja unsere Aufgabe. Mein Gott, habe ich gerade schrecklich in die Kamera geguckt, ey. Wie peinlich. So. Dann gucken wir mal. Muss gerade ein... Was? Gucke gerade Joko gegen Klaas. Muss gerade einer in den Knast, weil in den Philippinen einen schlecht erzählten... Achso, schlechten Witz erzählt hat. Okay. Und die werden da nicht toleriert. Lol. Wusste ich gar nicht. Ja, ob das alles so... Sieht nach einem Herumtreiber aus. Ob das alles so stimmt, weiß ich nicht. Ihr könnt mich nicht sehen. Ihr könnt mich nicht sehen. Ich weiß, dass du hier bist. Du kannst mich nicht sehen.
kannst mich nicht sehen. Du kannst mich nicht sehen. So, moin. Why don't mad? Why don't mad? Ist es richtig ausgesprochen? Ich hoffe ja. Why rent mad? Ist es richtig ausgesprochen? Tut mir leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Bitte berichtige mich dann. Erstmal willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Gleich ist endlich soweit. Es geht weiter mit Roma. Jawohl. Ich meine, so können wir die auch erledigen, wenn wir die ganze Zeit hier die Betäubungsbolzen haben. Hatten wir hier nicht zwei schon hingelegt gehabt? Egal. Ja. Wired and mad. Mein Gott, ich kann kein... Mein Englisch ist not very good, my German is not much better. Ihr wisst es ja. Wired and mad. Mann, Bad. So, das waren ja die gewesen, ne? Dann machen wir mal hier mal die Tür zu. Und dann gucken wir mal. Wir müssen ja da zu den Brandmarkierungsanweisungen. Ist ja die Nebenquest. Und da ist die Hauptquest. Schauen, wie wir jetzt hier weitergehen. Was wird immer schlimmer mit den Namen? Ich finde es ja nicht so schlimm. Wie gesagt, jeder hat so sein jeder hat ja quasi so seine Anonymität mit seinem Nicknamen. Und mein Gott, der eine Name ist schwerer auszusprechen, der eine ist leichter. Ne? Das ist nun mal so. Aber ich freue mich, wie gesagt, dass du da bist. Tut mir leid, wie gesagt, wenn ich den Namen vielleicht nicht richtig aussprechen kann. Es tut mir leid, aber schön, dass du da bist. Wie gesagt, jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr gibt es die Let's Play Live Show. Wir sind hier heute im Live... Warum hat der denn... Was macht der denn da gerade? Ja, wir sind gerade im Live-LP von Dishonored. Gleich geht's weiter um 22 Uhr mit Soma mit dem Live-LP. Folge 171 steht ja unten. Und seit anderthalb Jahren gibt's ja die Let's Play Live-Show schon. So, der läuft da lang. Wir müssen da hin, ne? Achso, die Rune darf ich nicht vergessen, genau. Die ist sogar hier in der Nähe. So. Scheint keiner drin zu sein. Was? Die Wache hat Schwierigkeiten, die Nebenstraße zu sichern. Ein paar Kinder, die spielen. Das ist alles. Gut, gut. Und ihre Nichte kann. Glas vergiften? Achso. Ich mache mir Sorgen. Vergiften? Nein, ich will ja nicht. Auftauchen. Meine Männer. Warte mal, was stand da jetzt? Da stand irgendwas mit vergiften. Weil ich will ihn ja nicht, ich will ihn ja nicht töten. Ich will ihn ja nur... Da, optional. Vergifte mindestens eins der beiden Gläser im Besprechungszimmer. Will ich aber nicht. Warte darauf, dass Campbell und Kernoff das Besprechungszimmer betreten. So, wir haben noch zwei... Verschone Hauptmann Kernoff, siehst du? Verschone Hauptmann Kernoff. Wir werden beide dann, schlafen legen. Wenn ich schaffe. Das arme Mädchen. Callista weiß sich zu helfen. Hat vermutlich ein sicheres Versteck in all dem Chaos gefunden. Wenn meine Aufseher etwas hören sollten, melde ich mich sofort. Da ist die Rune. Ich hoffe, sie schlagen es nicht aus. Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. Geschlossen. Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Also wir hätten jetzt natürlich auch die Zeit zu vergiften, die Gläser und alles, ne? Und jetzt müssen wir so ein bisschen... Folgen Sie mir bitte. Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. So, ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Das ist Campbell und das ist Kernoff. Ich auch nicht. Wir müssen beide verschonen. Erst stirbt eine Hure und dann dies. Ein Wein, ein tyvianischer Roter. Danke. Nun, zum Geschäftlichen.
Was ist Ihrer Meinung nach gestern Nacht passiert? Ja, das war ja nur optional. Ehrlich, ich weiß es nicht. Meine Männer, ihre Aufseher, einige professionelle Damen, vielleicht etwas zu viel Bier. Ein Streich mit einem entflohenen Huhn und 10 Minuten später gibt es in der Trevor's Alley nur noch Blut und Elend. Die sind ja irgendwann fertig mit der Besprechung. Und da müssen wir mal gucken. Die Teleportation hat mich aufgerettet, das stimmt. Etwas trocken. Nun, sind wir uns ein, dass nichts über dieses Verhalten der Aufseher an die Öffentlichkeit... Er kann auch nicht trinken. Das können Sie nicht ernsthaft von mir erwarten. Ich bin der liebe Agent 47. So, und da wir ja jetzt schon gleich 10 Uhr haben und das auch von der Zeit her für das Let's Play passt, weil wir haben ja da jetzt 16 Minuten drauf, würde ich sagen, speichern wir das Spiel an dieser Stelle. Einen neuen Spielstand erstelle ich. So. Und gehen dann zurück, gehen dann auch ins Hauptmenü. So. Und werden dann an dieser Stelle dann, ja, nächstes Wochenende weiterspielen im Live-LP bei Dishonored. Und für dich auf YouTube gibt es jetzt, ja, die Folgenpause. Dann geht es ja, denke ich mal, für dich dann, ja, danach mal weiter. In der nächsten Folge werden wir uns wiedersehen. Das ist dann für uns hier im Stream dann das Wochenende. Aber für dich sofort geht's weiter. Und jawohl.